Jetzt schauen wir uns die intrinsische Evaluation an, also die Evaluation mit Maßen innerhalb des Clusters. Ich muss jetzt leider ein bisschen aufs Tempo drücken. Wir wollen beim Clustering Objekte, die im gleichen Cluster sind, sollten ähnlicher sein und Objekte in unterschiedlichen Clustern sollten unähnlicher sein. Das heißt, die naheliegende Idee wäre, ich betrachte halt die Ähnlichkeit von Objekten im gleichen Cluster und die Unähnlichkeit von Objekten in unterschiedlichen Clustern. Wenn ich ein Modell habe wie Chemins, wo ich einen Mittelwert habe, dann könnte ich natürlich die durchschnittliche Distanz dazu betrachten, die durchschnittliche quadratische Distanz. Das wäre ja der klassische Chemins-Ansatz in dem Sinne. Ich kann auch den Root Mean Square betrachten. Also ich quadriere meine Distanzen, aber am Ende normalisiere ich es wieder, dass ich es vergleichbarer kriege mit den ja, eine intuitiven Distanz. Das ist es aber immer sozusagen für einen Cluster. Wie kann ich das jetzt mit der Distanz zwischen Clustern noch kombinieren? Und da gibt es eben verschiedene Vorschläge. Ich werde auch in der Vorlesung nur einen Teil davon genauer diskutieren. Ein ganz klassisches statistisches Maß ist R². Wir haben bei der Summe der Quadrate in Regression und sowas wird das ja auch sehr viel verwendet, haben wir eben diesen schönen Verschiebungssatz. Und über diesen Verschiebungssatz, steinerischer Verschiebungssatz, kann ich meine Summe der quadratischen Abweichungen zerlegen. Und zwar sogar auch die Summe der paarweisen Abweichungen. Und ich bekomme dann immer eine Within Cluster Sum of Squares und eine Between Cluster Sum of Squares. In Projektion zum Beispiel würde man auch so reden von der erklärten Varianz und der verbleibenden Varianz zum Beispiel der Objekte. Auch das ist im Prinzip die gleiche Zerlegung. Die sind proportional zu diesen Gleichungen, die ich hier angegeben habe. Die Herleitung ist ein bisschen ein Gefummel. Man muss ein paar Verschiebungen eben ganz gut bewerten, so Handwerkszeug aus der Varianzrechnung beherrschen. Dann kriegt man das ganz gut raus. Die interessante Eigenschaft ist aber, meine Total Sum of Squares ist eine Eigenschaft vom Datensatz. Die hängt nicht von meinem Clustering ab. Diese Total Sum of Squares lässt sich zerlegen in die Summe Within Cluster Sum of Squares, das ist das, was mir Chemins irgendwo minimiert, und eben den Rest, die Streuung zwischen den Clustern. Und damit kann ich einen präzisen Anteil angeben. Wie viel Prozent meiner Varianz ist in den Clustern und wie viel Prozent ist zwischen den Clustern? Habe ich sehr wenig in den Clustern, sehr viel zwischen den Clustern, dann habe ich die Daten gut erklärt. Und damit kann ich dieses klassische R-Quadrat-Maß natürlich auch für meine Clusterings hernehmen. Ein bisschen Weiterentwicklung davon, die durchaus empfehlenswert ist, dann das Variance Ratio Criterion. Hier kommt noch ein Normalisierungsterm mit rein. Auch hier betrachte ich also meine Between Cluster Sum of Squares und meine Within Cluster Sum of Squares, also das Verhältnis zwischen der erklärten und der nicht erklärten Varianz. Das wird jetzt aber normalisiert mit einem Term, der, wenn mein k groß wird, klein wird. Ich teile durch einen stark größeren Term. Und die Idee ist, dass wenn ich in mehr Cluster teile, wird das Problem ja leichter. Ich kann mehr Varianz also eine kleinere Varianz in meinen Cluster bekommen. Ich kann eine größere Varianz zwischen den Clustern bekommen. Das muss ich irgendwie gegeneinander ausgleichen. Das muss ich bestrafen, wenn ich zu viele Cluster mache. Und wenn ich jedes Objekt in einen eigenen Cluster gebe, dann habe ich die Varianz 0 in den restlichen Daten, dann in den Partitionen. Das wäre in dem Sinne erstmal optimal. Aber hier sieht man sehr leicht, wenn ich n gleich k setze, wird halt das Variance-Ratio-Kriterium auch 0. Ich habe das eben sozusagen bestraft, dass ich die Daten überpartitioniere. Und die Formel, die wir hier haben, ähnelt sehr, sehr stark einer Formel aus dem F-Test in ANOVA, Analysis of Variance. Ich muss hier aber vorsichtig sein, ich darf nicht die Teststatistiken davon verwenden, weil wenn ich das hier optimiere, dann habe ich eben genau so ein Overfitting sozusagen. Ich mache ein Overfitting auf diese Teststatistik und er sieht auf einmal hochsignifikant aus, aber es ist halt deswegen signifikant,
gutes Ergebnis, weil ich es gezielt optimiert habe, um möglichst gut zu sein. Und deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Ich müsste irgendwie mit einem separaten Testset arbeiten, damit ich darüber dann echt sagen könnte, das ist ein signifikantes Ergebnis. Ein sehr wichtiges Maß auch ist die Silhouette, auch in den 80er Jahren, Peter Rousseau. Wir betrachten hier die Distanz von jedem Punkt X zu seinem eigenen Cluster. Die Distanz von Punkt X zum eigenen Cluster ist hier definiert als die mittlere Distanz zu den Objekten in dem Cluster, zu den anderen Objekten. Mit anderen ist ein kleines bisschen ein Problem, wenn der Cluster nur ein Objekt enthält. Und der zweite Term ist die Distanz zum zweitnächsten Cluster. Der zweitnächste ist hier einfach über das Minimum definiert und auch dann wieder den Mittelpunkt über alle Objekte in dem anderen Cluster. Diesmal kann x nicht drin sein, wenn ich die als disjunkt annehme, deswegen brauche ich das nicht. So, ich habe also die Distanz zu meinem eigenen Cluster und ich habe die Distanz zum zweitnächsten Cluster. Das heißt, normalerweise sollte mein A kleiner sein als mein B. Das soll ein kleiner Zeichen sein. Diese Stifte, ja, so, a kleiner als b, ist das, was ich erwarte. Wenn ein Punkt dem nächstgelegenen Cluster zugeordnet ist, natürlich. Wird auch gar nicht mal immer der Fall sein, selbst bei Chemins nicht, muss man dazu sagen. Gerade wenn ich Chemins mit euklidischer Distanz bewerte, dann anschließend. So, das heißt, ich nehme normalerweise an, dass b größer ist als a, das heißt, dieser Wert hier wird normalerweise größer sein als 0. Und ich normalisiere ihn mit dem Maximum, sodass der Wert auch sicherlich kleiner ist als ein, oder höchstens 1 ist, wenn der Cluster mehr als ein Objekt enthält. Wenn der Cluster genau ein Objekt enthält, ist das hier nicht mehr definiert. Dann nehme ich stattdessen den Wert 0. Ich nehme nicht für A sozusagen den Wert 0, dann würde ich nämlich 1 rausbekommen. Sondern ich nehme als Bewertung für den Wert, für den Punkt wirklich 0, was ein bisschen sagt, der Punkt ist halt durchschnittlich. Die durchschnittliche Silhouette von einem Clustering ist jetzt der Mittelwert über alle meine Punkte. Auch das ist eben recht kanonisch dann. Ich bewerte jeden Punkt. Und natürlich hat ein Cluster, der nur ein Objekt enthält, auch wenig Einfluss auf die Gesamtsilhouette. Deswegen spielt das gar keine so große Rolle. Ich kann aber die Silhouette auch wirklich für einzelne Punkte betrachten. Wenn eine Silhouette nahe an 1 liegt, dann weiß ich eigentlich, mein B muss viel, viel größer sein als A. Nur dann kriege ich dann einen Wert, der gegen 1 konvergiert raus, wenn eigentlich dieses A gegen 0 geht. Im Verhältnis zu B. So. Das heißt, wenn ich eine Silhouette von nahe 1 bekomme, ist der Punkt sehr gut zugeordnet. Wenn die Silhouette den Wert von 0 erreicht, dann ist eigentlich A gleich B. Das heißt, der Punkt ist eigentlich gleich nah zu seinem eigenen Cluster wie zum zweitnächsten Cluster, der ist also am Rand. Und wenn es eben sogar kleiner ist als 0, dann ist dieser Punkt schlecht zugeordnet. Und es gibt so eine klassische Faustregel, die man sagt, okay, eine Silhouette von 0,25 ist schwach, eine Silhouette von über 0,5 ist vernünftig und über 0,7 ist eine gute Silhouette. Das funktioniert aber eigentlich so nur für, sage ich mal, relativ einfache, niedrigdimensionale Datensätze. Wenn ich sehr hochdimensionale Datensätze habe, werde ich niemals auf eine Silhouette auch nur von 0,25 kommen, einfach weil die Distanzen so ähnlich werden. Ich habe hier Curse of Dimensionality mal wieder. Ich würde über den Curse of Dimensionality erwarten, dass A und B ähnlich werden. Wenn A und B ähnlich werden, werden meine Silhouetten 0.
Das heißt, in hochdimensionalen Daten werde ich mit diesem Maß auch irgendwann Probleme bekommen. Das Maß nimmt auch in einem gewissen Sinne konvexe Cluster an. Muss man auch vorsichtig sein. Für DB-Scan sollte ich es zum Beispiel auch nicht verwenden. Ich habe hier mal ein Beispiel mit den Silhouette-Werten von einem Chemins-Clustering erzeugt. Sie sehen die Clusterzentren mit diesen Kreuzen angegeben und Punkte mit einer grünen Färbung. Ich weiß, die Farben sind nicht optimal, je nachdem, was Sie für Augen haben. Aber diese Bereiche hier sind grün. Wir haben also hier Punkte, die sehr gut dem Cluster zugeordnet sind. Wir haben hier unten einen Bereich, der grünlich ist. Ich sage mal über 0,5, eher sowas wie 0,75. Auch dieser ist also noch sehr gut geclustert. Und dieser Bereich hier in der Mitte, sind wir im Bereich von 0. Der kriegt also eine Orange-Färbung hier. Ich habe auf der Skala auch noch Blau und Rot mit drinnen. Also ja, so ganz optimal konnte ich es einfach nicht einstellen für alle Farbsichtigkeiten. Und ich brauche aber graduelle Abstufungen, sodass ich über die Form leider auch nicht kodieren kann. So, das heißt, wir haben hier so einen Bereich, der ist gut. Hier ist auch gut, beziehungsweise der ist sogar sehr gut, hier ist auch noch gut und dieser Bereich ist 0. Das ist aber das, was man möchte bei Silhouette. Es sind Punkte, die an der Grenze zwischen den Clustern liegen, die nicht gut getroffen sind. Für Chemins funktioniert Silhouette auch ganz gut. Betrachte ich jetzt aber ein Gaussian Mixture Model. Die Linien sollten jetzt eigentlich raus, meiner Meinung nach. Das ist, weil wir die Mittelsenkrechten eingezeichnet haben, wie bei Chemins. Dieser Datensatz war ja von einem Gauss-Modell eigentlich perfekt clusterbar, weil das sind einfach drei Gauss-Verteilungen. Jetzt haben wir den Effekt, dass die Gauss-Verteilung ja hier getrennt war. Da war also im Wesentlichen die Trennung. Meine Silhouette arbeitet aber auf diesen absoluten Distanzen, nicht auf meinen Mahlnobis-Distanzen, die ich hier vielleicht dann besser verwenden würde. Und das führt dazu, dass hier eben Punkte einen Wert von minus 0,5 bekommen. Obwohl sie, ich sag mal, vom Labeling her korrekt zugeordnet wurden. Das heißt, die Silhouette bewertet mir dieses Clustering, das subjektiv für den Menschen viel, viel besser ist, das nach den Labels sehr, sehr gut ist, wird von der Silhouette schlechter bewertet. Und das liegt eben auch mal wieder daran, dass die Silhouette Annahmen macht an die Daten, und zwar, dass das Cluster gleich groß sind, vom Radius her eigentlich ähnlich sind, was in diesem Datensatz nicht erfüllt ist. Also falsches Maß für diese Daten. Und wenn ich mit dem falschen Maß messe, kriege ich natürlich nicht geeignete Ergebnisse heraus. Silhouette hat noch ein zweites Problem. Ich brauche alle paarweisen Distanzen, das heißt, die skaliert nicht auf große Datenmenge. Ich kann die Verschiebung wieder ausnutzen. Für quadratische euklidische Distanzen kann ich sie schneller berechnen. Dann reicht es nämlich, die Distanz zum Clustermittelpunkt zu berechnen. Das wäre dann die sogenannte Simplified Silhouette. Auch da brauche ich natürlich ein Clustering-Verfahren, das überhaupt erst mit Mittelpunkten arbeitet, wie Chemins. Den Fall vom einelementigen Cluster haben wir schon besprochen. Ich muss mich entscheiden, welche Distanz möchte ich bewerten. Das heißt, selbst wenn ich Silhouette mit Chemins verwende, möchte ich quadratische Fehler oder möchte ich die euklidische Distanz betrachten. Kann mir unterschiedliche Ergebnisse liefern. Und Curse of Dimensionality haben wir auch schon besprochen. Weiteres Maß, das ich noch kurz anschneiden will, ist der Davis-Bodin-Index. Auch dieser ist eigentlich relativ ähnlich. Er ist jetzt spezifisch für LP-Normen definiert. Wir haben also, wie bei den Distanzen, hier die p-te-Wurzel und den p-ten-Exponenten mit drinnen. Relevant ist natürlich insbesondere der Fall p gleich 2. P gleich 1 oder p gleich 2, etwas anderes wäre hier ungewöhnlich. Und dann haben wir bei diesem Scatter so etwas wie die Standardabweichung.
Standardabweichung des Clusters. Standardabweichung im Sinne von der mittleren Distanz, die ich vom Mittelpunkt bekomme. Es ist so eine Root-Mean-Squared-Sache, aber ja, ich habe eine Art Standardabweichung von meinem Cluster. Und ich habe eine Separation, eine Trennung meiner Cluster, das ist der Abstand der Mittelwerte. Und jetzt wird hier eine Ähnlichkeit von Clustern definiert als die Summe der Standardabweichung dividiert durch ihren Abstand. Das heißt, das Modell ist so ein bisschen, ich habe hier meinen Cluster 1, ich habe hier meinen Cluster, also I und J, I und J, und ich habe hier meine Standardabweichungen, SI und SJ, und ich habe den Abstand zwischen den beiden. Und wenn diese beiden Cluster weiter auseinander sind als diese Standardabweichungen, dann ist es gut. Dann bekomme ich hier einen Wert kleiner als 1. Wenn diese beiden Cluster sich genau berühren mit ihren Standardabweichungen, dann bekomme ich einen Wert von genau 1. Und wenn sie zu nah beisammen liegen bezüglich den Standardabweichungen, bekomme ich einen Wert von größer als 1. Ich möchte das also möglichst klein haben. Und jetzt betrachte ich wieder für jeden Cluster den nächstgelegenen, sprich der mit dem schlechtesten Wert, mit dem Maximum. Und das mittel ich über alle meine Cluster. Ich weiß jetzt nicht, ob dann gewichtetes Mittel verwendet wird gerade. Gibt da, glaube ich, auch mehrere Varianten. So, ein kleiner Index ist besser. Ein kleiner Index sagt mir im Wesentlichen aus, meine Standardabweichungen der Cluster sind kleiner als ihre Abstände. Dann habe ich ein gutes Clustering. Eine von vielen Varianten, die hier vorgeschlagen wurden. Hier ist noch eine Liste mit weiteren. Wir haben den Dunn-Index, der also auch die Distanz von Clustern dividiert durch den maximalen Radius der Cluster betrachtet. Wir haben Gamma und Tau, die berechnen eine Art Wahrscheinlichkeit, dass die Distanz innerhalb eines Clusters kleiner ist als die Distanz zwischen zwei Clustern. Also so ein bisschen so eine probabilistische Überlegung. Und in einem guten Clustering habe ich natürlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass meine Within-Cluster-Distanz klein ist als die Distanz zwischen Clustern. Auch das funktioniert bei konvexen Clustern natürlich deutlich besser als bei nicht konvexen Bananen-Clustern. Der Z-Index berechnet mir die Summe meiner Distanzen innerhalb der Cluster und nimmt die gleiche Anzahl von Distanzen zwischen Clustern und die entsprechende Anzahl von kleinsten Distanzen. Wir haben Indizes, die speziell für ein Fuzzy-Clustering wie Fuzzy-Z-Means oder Gaussian Mixture Modeling entwickelt wurden, also zum Beispiel XiBini. Wir haben die Gap-Statistik, die erzeugt zufällig erzeugte Daten und vergleicht das Ergebnis vom Clustering mit auf den zufällig erzeugten Daten zu dem, was man wirklich bekommen hat, um auch so eine Art Signifikanz abzuschätzen. Ein I-Index, der das Maximum zwischen den Clusterzentren betrachtet und die Summe der Distanzen zum Zentrum. Es gibt auch, und das ist noch ganz interessant, weil all diese Maße bisher waren eigentlich für so k-means-artige Algorithmen gedacht. Und hier wird es noch ein bisschen interessanter. Da gibt es also einen Separation and Density Between Verfahren, der also auch wirklich die Dichte betrachtet und ein bisschen die Trennung der Cluster im Verhältnis zu ihrer Dichte. Oder DBCV, Density-Based Cluster Validation, der eben auch auf der dichte Verbundenheit von Clustern arbeitet. Das sind also zwei spezialisierte, wirklich für den Fall von dichtebasierten Clustering. Und das müssen wir immer im Hinterkopf behalten, wenn wir hier evaluieren. Die Evaluation macht Annahmen. Zum Beispiel, dass Punkte zum nächstgelegenen Cluster gehören. Das ist aber im Bananendatensatz nicht der Fall. Das heißt, meine Evaluation kann falsch sein.